Diese Typen sind auf der Straße unterwegs. Zwei Typen, immer zu zweit. Also hat meine Mutter gesagt, du zeigst ihm deine Hand. Der Typ sieht mich an und lächelt mich spöttisch an. Und dann spricht er über jeden. Und ihr werdet es nicht glauben. Das ist mir widerfahren. Ich war 17 Jahre alt. Ich bin ein ausgesprochener Atheist. Dass ich einen Tempel betrete oder etwas anbete oder auch nur dies tue, nein. Nur so. Nein, es spielt keine Rolle. Wenn sogar im Haus irgendein Fest, irgendetwas, was meine Eltern machen, irgendeine Anbetung, ich stehe immer nur so. Nicht, niemals so. Nicht möglich. Ihr seid alle viel besser als ich in der Hinsicht. Ohne etwas zu wissen, macht ihr das einfach. Nein, nicht ich. Nur so. Ich bin also in dieser Verfassung. Meine Mutter ist besorgt darüber, wann meine ältere Schwester heiraten wird. Daher, zwei Typen laufen auf der Straße, aus Nord-Karnataka. Diese Leute ziehen durch die Straßen mit einer Tasche unter ihren Achseln. Zwei Männer, immer zu zweit sind sie unterwegs. Sie waren also unterwegs. Da sagte meine Mutter, ruf diese Männer. Ich möchte wissen, wann deine Schwester heiraten wird. Ich fragte, was, diese Typen werden dir das sagen? Sie sagte, nein, du rufst sie. Ich rief sie. Dann sind sie reingekommen. Generell geben Frauen in Indien diesen Leuten nicht die Hand, weil es Fälle gegeben hat, in denen sie diese Frauen hypnotisieren und er dann weitergeht. Bis zum Abend packt diese Frau alle Juwelen ein, die sie zu Hause hat, und geht weg hinter ihm her, ohne zu wissen, was sie tut. Sie läuft einfach, als ob sie ihren Verstand verloren hätte. Und er nimmt alles weg, und sie kommt nach zwei, drei Tagen zurück, und sie ist erledigt. Daher sagte meine Mutter, du zeigst ihm deine Hand. Ich bin so, wie soll ich meine Hand zeigen? Meine Schwester will heiraten. Ich muss meine Hand vorzeigen. Blödsinn, sagte ich. So etwas mache ich nicht. Niemand sonst ist zu Hause. Zeig ihm deine Hand. Ich dachte, okay, jetzt werde ich diesen Kerl in Stücke reißen. Und ich zeige meine Hand. Nun, der Typ sieht mich an und, nun ja, schenkt mir ein spöttisches Lächeln. Ich möchte ihn einfach nur mit Blicken niederstrecken. Ich möchte keinerlei Ausdruck auf meinem Gesicht zeigen, nur für den Fall, dass er etwas vermutet. Ich sagte, okay, erzähl mir was. Und der Typ fängt an, Dinge über die Familie zu erzählen. Kleine Dinge, die vorgestern passiert sind. Niemand konnte diese Dinge wissen. Er könnte einem sagen, was man heute zum Frühstück hatte. So genau, will ich sagen. Und jeden in der Familie. Dann, ich sehe zu. Aber trotzdem will ich das alles nicht glauben. Es ist wahr, aber gut, irgendwie gefällt es mir nicht. Und er erzählt viele Dinge. Meine Mutter fragt immer wieder, das ist alles in Ordnung, wann wird meine Tochter heiraten? Er sagt, lass das Mädchen in Ruhe. Das zweite Mädchen wird im nächsten Mai heiraten. Vor dem 26. Mai wird sie heiraten. Meine Mutter sagt, du Idiot, warum redest du über mein zweites Mädchen? Wann wird mein erstes Mädchen heiraten? Er sagt, und er redet dann über etwas anderes. Und dann spricht er über jeden. Und ihr werdet es nicht glauben. Meine ältere Schwester hat nie geheiratet, sie wurde ein Mönch. Und meine zweite Schwester hatte keine Vorstellung vom Heiraten, sie war noch an der Universität. Am 24. Mai hat sie geheiratet. Okay, im nächsten Jahr. Und dann fragt meine Mutter über mich. Dieser Junge glaubt an nichts, er glaubt nicht an Gott, er kommt nicht in den Tempel. Was wird mit diesem Jungen geschehen? Und er sagt, im Alter von 38 Jahren wird er einen großen Tempel bauen. Ich sage, Blödsinn. Ich einen Tempel bauen?
Ich soll einen Tempel bauen? Ich betrete nicht mal einen Tempel. Wo werde ich einen Tempel bauen? Meine Mutter sagt, schau ihn an, so wie er ist. Was wird mit ihm geschehen? Was wird er tun? Er sagt, andere werden Schafe weiden, er wird Menschen weiden. Und so, ich bin ein wenig irgendwie beunruhigt, weil dieser Mistkerl Dinge weiß, die ich nicht weiß. Dann, als sich Dinge in mir auftaten, wollte ich mich selbst schlagen, weil es so offensichtlich war. Es hing überall um mich herum. Ich konnte es nicht sehen. Aber dieser Typ, der für 10 Rupien durch die Straßen zieht, 10 Rupien sind was? 10 Rupien sind 20 Cent, okay? Das ist die Gebühr für ihn. Aber darum wird er nicht bitten. Wenn du ihm 10 Rupien gibst, freut er sich und geht. Der Kerl, der von morgens bis abends durch die Straßen zieht, für 10 Rupien, der Kerl konnte sehen und ich konnte es nicht sehen. Ich habe mich so geschämt. Oh mein Gott, sieh dir das an. Das ist das Ausmaß der Unbewusstheit, verstehst du? Das ist der Fall bei der ganzen Menschheit. Das ist das Ausmaß der Unbewusstheit, was genau hier hängt. Man kann es nicht sehen. Ein Typ, der für 10 Rupien pro Tag durch die Straßen zieht, er kann es sehen. Das Leben ist also nicht so, wie du denkst. Es ist so, wie es ist. Deine Bemühung sollte sein, es so zu sehen, wie es ist, und nicht ständig Schlüsse zu ziehen. Dies ist richtig, dies ist falsch, warum nicht dieses, warum nicht jenes. Sieh es einfach so, wie es ist. Nur wenn du es so siehst, wie es ist, wirst du die Tore des Lebens und des Jenseits öffnen.